Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. By the way, am Ende dieser Folge hier findet ihr dann auch die Auflösung zu dem Alienware-Gewinnspiel, wo ich ja Maus, Tastatur und Headset verlost habe. Also bleibt gerne dran, um dann zu schauen, ob ihr da gewonnen habt. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mit dem heutigen Fortnite-Shop an. Dort haben wir endlich einen neuen Skin drin. Oder was heißt endlich? Wie die letzten Tage auch einen neuen Skin drin. Was heißt endlich, ey, what the fuck? Auf jeden Fall haben wir da heute den Malkor drin und da noch den bösen Blick. Zwei neue Items. Ich habe sie vorhin auch im Stream gecallt, heißt also, ich habe so gesagt, ich glaube, heute kommt wahrscheinlich dieser, ich habe ihn Drachenskin genannt. Und ja, der kam auch tatsächlich raus und das ist ein Skin für 1500 V-Bucks. Und ich muss schon sagen, das schaut schon extrem heftig aus mit seinen Hörnern da. Ich finde die Kleidung irgendwie ein bisschen, ja, dieses grüne Hemd finde ich ein bisschen komisch. Also ich finde, der Skin sieht halt ultra episch aus und dann so ein komisches grünes Hemd. Das hätte man, glaube ich, noch ein bisschen cooler machen können. Ansonsten, ja, finde ich den Skin ziemlich nice. Die Schuhe sind riesig groß. Was hat der für riesige Füße, das werdet ihr gleich auch noch sehen. Ich werde ans Ende von dem Video hier ein bisschen Gameplay noch packen, dass ihr mal seht, wie der Ingame ausschaut. Und da muss ich sagen, what the fuck sind das riesige Füße. Auch die Flüge sind natürlich ziemlich geil. Flüge sind ja generell einfach unglaublich coole Backpacks. Obwohl ich sagen muss, dass die vielleicht ein bisschen sehr riesig sind. Ihr seht schon, die stehen sehr, sehr weit vom Körper ab und ja, sind halt extrem groß. Klappen sich dafür aber auch an, wenn man läuft. Also ihr werdet das ja gleich sehen, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, insgesamt ein cooler Skin. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, so von einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste wäre, wie ihr den Skin so findet. Mal so ein kleines Bewertungssystem hier für die Skins. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Hacke drin, und zwar den bösen Blick. Die Idee finde ich ziemlich cool mit diesem Auge drin, was sich auch bewegt. Ihr seht schon hier, das guckt immer random irgendwo hin. Und es gibt noch so einen Flammeffekt, der hier hinten rauskommt. Den sieht man auch, wenn man mit der Hacke schlägt. Hier jetzt natürlich nicht, aber werdet ihr auch das gleich dann in-game sehen, dass dann so ein roter Schweif hinterher zieht, was ja, ziemlich cool ausschaut. Der Preis ist natürlich trotzdem ziemlich stolz. Insgesamt auf jeden Fall ein cooles Set. Würde ich durchaus empfehlen, ist aber für mich auf jeden Fall kein Must-Have-Skin. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Skin so findet. Und da kommen wir jetzt schon schnell zur rechten Seite. Dort haben wir erstmal weiterhin die Volleymeisterin drin für 1200 V-Bucks. Gestern ja neu rausgekommen mit ihrem Tennisschläger auf dem Rücken. Dann gibt es noch den Adler-Emote. So ein extrem cringiger Emote, aber irgendwie feiere ich den trotzdem und für 500 V-Bucks ist das auf jeden Fall okay. Dann haben wir noch die Dschungelspeerin drin für 800 V-Bucks, ein Skin, der irgendwie extrem gut getarnt ist, also vielleicht jetzt nicht im Schnee aktuell, aber so auf der normalen Map ist es echt einer der besten getarnten Skins, die es so überhaupt gibt in Fortnite. Dann haben wir noch die Geistspitzhacke, so eine Classic-Spitzhacke mit dem matten Schwarz. Sound ist jetzt auch nicht so besonders. Dann noch den Salto-Tastisch-Emote für 500 V-Bucks. Dann mit dieser Pose am Ende auch ganz in Ordnung, würde ich aber jetzt nicht so krass empfehlen. Und dann im letzten Slot des heutigen Tages den Fossilflug für 500 V-Bucks, dieser aufgeschlitzte Gleiter auf dem Rücken. Hier, da seht ihr diese Katze dran. Ich finde die Farbe eigentlich ziemlich nice, mit diesem, auch mit diesem Schuppenmuster drauf. Ansonsten, ja, halt wieder nur so ein Standardgleiter, den ich jetzt nicht so krass empfehlen würde. Und jo, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal schnell zur Auflösung vom Gewinnspiel, die ich ja gemacht habe. Und zwar habe ich da ja einmal Tastatur und Maus verlost und dann einmal das Headset zusammen. Beides hat etwa den gleichen Wert. Ich glaube, sogar kommt auf den Euro etwa genau raus. Und zwar gibt es also zwei Gewinner. Einmal ist es der liebe Idefix 181105, der die Maus und die Tastatur gewonnen hat. Und dann haben wir noch als zweiten Gewinner den lieben Razer16. Er hat dann dementsprechend das Headset gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch an euch. Und ja, schreibt mich gerne mal per E-Mail an. Die Mailadresse findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr müsst euch natürlich auch verifizieren, dass ihr die Echten seid, dass wir dann über die Adresse und so schreiben, dass ich euch das natürlich zuschicken kann. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum Gameplay. Ich muss natürlich schnell die neuen Items hier reinfügen, also schnipse ich einfach mal kurz und dann habe ich die alle drin. Das ging noch viel, viel schneller, als sie jetzt alle einzeln auszurüsten. Und ja, dann springen wir direkt mal in-game. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal hier schnell in die Spielwiese. Let's go! So, da sind wir schon. Ich springe direkt mal raus. Und da seht ihr schon direkt die riesigen Füße, die er hat. Irgendwie seine Schuhe sind mal besonders breit. Der hat, keine Ahnung, Schuhgröße 1 Million. Finde ich aber irgendwie auch ganz cool, dass er da so Krallen dran hat. Hat irgendwie mal was Besonderes. Genau, das ist auf jeden Fall der neue Skin. Schaut echt episch aus. Ich muss sagen, von den Farben her sieht er schon ziemlich bosshaft aus. Ich finde immer noch das Hemd, was er anhat, dieses grüne Hemd, ein bisschen komisch. Ich glaube, da hätte man mit was anderem deutlich cooleren Effekt erzielen können. Irgendwie, keine Ahnung, so ein rotes Lava-Hemd oder so hätte den Skin nochmal viel, viel heftiger aussehen lassen. Dann hätte ich wirklich gesagt, boah, Leute, holt euch den Skin so. Ja, ist ja okay, würde ich sagen.
hier kann ich mal ganz kurz das Rangezoomte zeigen. Wenn man halt zielt, dann sieht man diese großen Hörner, die auch so glühen. Diese Effekte finde ich eigentlich ganz nice gemacht. Dann, genau, ist das hier auf jeden Fall die neue Hacke. Wenn man mit der Hacke schlägt, dann seht ihr schon, hinterlässt es so rote Streifen. Ja, ihr seht schon hier in der Luft so rote Streifen. Das finde ich ziemlich cool. Das könnten sie viel, viel häufiger bei Hacken machen. Der Effekt gefällt mir sehr, sehr gut. Auch dieses Auge, was halt dann überall hinschaut, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Oh Gott, war das ein schlechter Witz. Auf jeden Fall. Ja, das ist der neue Skin, die neue Hacke. Wie gesagt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet von der Skala von 1 bis 10. Ich glaube, ich würde ihm so eine 6 bis 7 geben. Ist nicht der krasseste Skin, aber jetzt auch kein schlechter Skin. Aber ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, falls ihr euch den holt oder ihr ein paar V-Bucks braucht, wie gesagt, nehmt gerne an meinem Gewinnspiel teil. Einfach nur Snoxy als Creator eintragen. Wäre wirklich unglaublich lieb von euch. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Creator, die man da angeben kann. Sehr, sehr viele Leute. Wäre also für mich eine Ehre, falls ihr da meinen Creator-Tag verwendet. Der ist einfach genauso, wie ich in-game heiße. Also Snoxy, wie mein Kanal mit einem I am Ende dran. Ja, wäre unglaublich lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Schreibt es gerne auch in die Kommentare, falls ihr mich als Creator habt. Ich weiß es wirklich unglaublich zu schätzen. Deswegen, ja, einfach nur Ehre geht raus an jeden, der mich da immer neu einträgt. Und ja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich versuche jetzt auch immer ein bisschen mehr Gameplay dran zu hängen, dass ja, die Shop-Videos noch immer geiler und besser werden. Deswegen, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und auch wieder rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und dann hören wir uns nachher zu einem neuen Livestream. Bis dahin, macht's gut und rein. Tschüss!